kurze Auszeit vom Tag. Setze oder lege dich bequem hin. Reibe nun deine beiden Hände aneinander, bis sie warm werden. Schließe deine Augen und lege die Handinnenflächen über deine Augen. Atme tief ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Bitte, Erzengel Raphael, deine Augen mit dem göttlichen Heilungsstrahl zu durchleuchten und zu heilen, indem du sprichst. Bitte, lieber Erzengel Raphael, heile nun meine Augen mit dem göttlichen Licht der Heilung. Fühle, wie sein sanftes, smaragdgrünes Licht nun deine Augen belebt. Du fühlst, wie alles Dunkle und Schwere aus deinen Augen wie Tränen herausfließt und an deinen Händen nach unten gleitet. Bitte nun die Engel um Unterstützung, indem du sprichst. Bitte, liebe Engel, nehmt meinen Schmerz und alles Belastende von meinen Augen weg. Du siehst, wie dunkle Schatten entschwinden und jeglicher Druck aus deinen Augen entweicht. Nimm nun vor deinem inneren Auge wahr, wie sich eine helle Leinwand ausbreitet. Langsam steigen Bilder auf, die dir zeigen, was du schon lange nicht mehr sehen wolltest oder konntest. Du siehst Bilder, vor denen du buchstäblich die Augen verschlossen hattest. Sieh dir diese Bilder einfach nur an und lass sie weiterziehen, lass sie weiterlaufen wie einen Film. Andere Ereignisse oder Dinge tauchen vor deinem geistigen Auge auf, aber du kannst sie teilweise nicht wahrnehmen, sie sind so verschwommen. Bitte nun Erzengel Raphael und deine persönlichen Schutzengel darum, die Schleier zu lüften, indem du sprichst. Bitte, lieber Erzengel Raphael, bitte, meine lieben Schutzengel, lüftet den Schleier langsam. Lüftet den Schleier des Vergessens. Nehmt ihn langsam von meinen Augen hinweg. Bitte, lieber Gott, gib mir die Kraft und den Mut, es anzusehen. Möglicherweise tauchen nun noch mehr Bilder auf vor deinem inneren Auge. Sieh sie an. Und lasse sie wieder ziehen. Und öffne nun dein Herz für Vergebung. Du weißt ganz tief in dir drin, dass du nur mit den Augen des Herzens die ganze Wahrheit sehen kannst, den innersten Kern jedes Menschen, jeder Situation. Du kannst nun Erzengel Gabriel bitten, deinem Herz beim Erwachen zu helfen, indem du sprichst. Bitte, lieber Erzengel Gabriel, hilf meinem Herzen beim Erwachen. Und hilf meinem Herzen, gefühlsmäßig zu verstehen. Hilf mir, Frieden zu schließen mit allen Personen,
Situationen und vor allem mit mir selbst. Hilf mir, Frieden zu schließen hinsichtlich all dieser Dinge, die ich nicht mehr sehen konnte. Ich danke dir von Herzen. Lege nun eine Hand auf beide Augen und eine Hand auf dein Herz und sprich: Mein Herz bringt Heilung. Ich sehe klar und deutlich. Ich öffne meine Augen, um die Wahrheit zu sehen. Ich öffne meine Augen, um die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich bin nun bereit zu sehen. Du siehst nun vor deinem inneren Auge einen schönen grünen Wald. Du läufst ein paar Schritte auf ihn zu und kommst an einen Fluss, der zwischen dem Wald und dir entlang fließt. Du kauerst dich hin, nimmst eine Handvoll frisches, klares Wasser und spülst dein Gesicht und deine Augen wieder und wieder, bis sie ganz rein sind. Du hast nun das Bedürfnis, dich ganz in dem Flusse zu baden, um alle negativen Erinnerungen und Gefühle abzuwaschen. Du legst deine Kleidung ab und tauchst in die Fluten. Wie herrlich, frisch und belebend sich das Wasser anfühlt. Du spürst, wie dein Herz sich öffnet und jubeln möchte. Freude und Liebe fließen aus deinem Herzen heraus und bilden eine wunderschöne, rosafarbene Luftblase um dich herum. Auf dieser Blase gleitest du sanft und glücklich zum anderen Ufer. Du betrittst den sandigen Boden und läufst ein paar Schritte auf den Wald zu. Im weichen Moos legst du dich hin und schaust in den blauen Himmel. Du siehst ein paar Wolken vorbeiziehen, siehst, wie die Baumwipfel sich sanft im Winde wiegen. Die Sonne wärmt dich, deinen Körper, und du schließt deine Augen wieder. Du fühlst, wie die Wärme der Sonne auch deine Augen durchdringt und jegliche Reste von Dunkelheit hinwegnimmt. Du siehst, wie wunderschön rot deine Augenlider aussehen, gut durchblutet. Deine Augen sind nun energetisiert und gesund. Du legst nun beide Hände wie eine Schale an deinen Hinterkopf und spürst, wie deine Augen entspannt in Richtung deiner Hände sinken. Du tauchst noch einmal ein in all die unangenehmen Erinnerungen, die nun auftauchen mögen, die dein Hinterhaupt schmerzhaft berührt oder erschüttert haben. Bitte Erzengel Raphael um Hilfe, indem du sprichst. Bitte, lieber Erzengel Raphael, heile nun auch diese Erinnerungen aus meinem Geiste. Aus meinem Herzen und aus meinen Zellen. Bitte öffne meine Blutgefäße am Hinterkopf und lass Sauerstoff und Licht durch all meine Zellen fließen. Auf dass sie rein und gesund seien. Lass nun alles Störende nochmals in den weichen Waldboden sinken. Nimm nun wahr, wie dein ganzer Körper
in sanftem grünem Licht erstrahlt und kleine Feen und Elfen deinen ganzen Körper reinigen, alle Schlacken aus deiner Aura wegtragen. Mit kleinen Blüten fächeln sie wohlriechende Düfte in deine Aura. Dein ganzer Körper badet darin und deine Seele labt sich an dieser wundervollen Verwöhnbehandlung. Fühle, wie sich alle Löcher in deiner Aura schließen und nun dein ganzer Körper in einer grünen und rosafarbenen Schutzhülle steckt. Genieße diesen Moment in vollen Zügen. Nimm diesen Heil- und Schutzmantel mit in dein Tagesbewusstsein. Danke nun von Herzen. Lieber Gott, ich danke dir für deine Engel und Naturgeister, die uns helfen und uns deine Liebe überbringen. Liebe Erzengel Raphael und Gabriel, liebe Schutzengel, liebe Elfen und Feen, ich danke euch von Herzen. Nimm nochmals kräftige Atemzüge. Bewege deine Glieder und öffne deine Augen. Sei nun sorgsam und liebevoll mit deinen physischen Augen und gönne ihnen eine Ruhepause, wann immer sie dich darum bitten.